Im Spitzenspiel der zweiten Liga hat es der HSV gegen dezimierte Fürther verpasst, den direkten Konkurrenten um den Aufstieg weiter zu distanzieren. Der KSC hat nach einem 0:2 noch gewonnen. Düsseldorfs Sieglosserie hält an, und Aue verliert trotz gefühlter Sieger. Die Fürther waren zufrieden mit dem Punktgewinn. Imago Images 10 Fürther holen Punkt beim HSV. Im Spitzenspiel erkämpften sich 10 Fürther beim Hamburger SV einen Punkt. Das große Offensivfeuerwerk war die Partie in Hamburg zwar nicht in der ersten Hälfte, aber das Duell aus der HSV war dabei das aktivere Team. Fürth verteidigte kompakt und ließ wenig. Die Franken mussten nach dem Wechsel dann allerdings eine sehr umstrittene gelb-rote Karte gegen Ernst verdauen und eine gute halbe Stunde in Unterzahl spielen. Der Druck des HSV nahm dabei zwar zu, aber die Spielvereinigung rettete das torlose Remis über die Zeit. Zweite Bundesliga, 21. Spieltag. Hannover, Hannover 0-0-0-0, Paderborn, Paderborn, Kiel, Kiel 1-0-0-0, Würzburg, Würzburg, HSV, HSV 0-0-0-0, Fürth, Fürth. Bundesliga, 21. Spieltag. Hannover, Hannover 0-0-0-0, Paderborn, Paderborn, Kiel, Kiel 1-0-0-0, Würzburg, Würzburg, HSV, HSV 0-0-0, Fürth, Fürth, Regensburg, Regensburg 1-1-1-0, Düsseldorf, Düsseldorf, Sandhausen, Sandhausen 2-3-2-0, Karlsruhe, Karlsruhe, Heidenheim, Heidenheim 2-0-1-0, Aue, Aue, Bochum, Bochum 13:30, Braunschweig, Braunschweig, Nürnberg, Nürnberg so 13:30, St. Pauli, Pauli, Darmstadt, Darmstadt so 13:30, Osnabrück, Osnabrück 21. Spiel Bundesliga, Tabellenplatz für 1 Punkte 1, Hamburger SV 42, 2 Holstein Kiel 42, 3 Spielvereinigung Reuter für 39, 2 Bundesliga, Tabellenplatz für 1 Punkte 1, Hamburger SV 42, 2 Holstein Kiel 42, 3 Spielvereinigung Reuter für 39, 4 VfL Bochum 39, 5 Karlsruhe SC 36, 6 Hannover 96, 33, 7 Fortuna Düsseldorf 33, 8 FC Heidenheim 29, 9 Erzgebirge Aue 29, 10 SC Paderborn 07, 27, 11 Jahn Regensburg 26, FC Nürnberg 23, 13 SV Darmstadt 98, 22, 14 FC St. Pauli 22, 15 VfL Osnabrück 22, 16 SV Sandhausen 18, 17 Eintracht Braunschweig 17, 18 Würzburger Kickers 12. Bundesliga 2. Bundesliga, Torjäger 2020, 21 Tarolle 7, 19 Kühlwetter Christian 12, Zoller Simon 11. Bundesliga, Torjäger 2020, 21 Tarolle 7, 19 Kühlwetter Christian 12, Zoller Simon 11, Hochschmargen 10, Krüger Florian 10, Zuhuberg 10, Los und Serdan 9, Hofmann Philipp 9, Jäger Tom Rangemir 9, Testrück Pascal 9, Torjägerliste Düsseldorfer Sieglosserie hält an. Düsseldorf blieb in Regensburg zum 5. Mal hintereinander. Dejan zeigte eine starke erste Hälfte gegen die Fortuna und lag durch einen sehenswerten Treffer von Otto auch verdient. Die Düsseldorfer wurden in der Folge stärker. Von der Pause wurden sie jedoch ausgebremst. Nach dem Wechsel ging es aber schnell, Karaman glich aus. Allerdings blieb es dabei, und die Aufstiegsplätze bleiben in weit. Mennel hält 2 Elfer und verliert mit Aue. Obwohl aus Keeper Mennel 2 Elfmeter parierte, ging Aue in Heiden. Die Partie nahm dabei einen turbulenten Auftakt. Führungsspieler Mennel parierte bereits Minute einen Elfmeter, musste nach der folgenden Ecke aber doch hinter sich greifen, nachdem mein K am kurzen Pfosten eingeköpft hatte. Es blieb unterhaltsam, denn den nächsten Elfmeter, Handspiel, parierte Mennel an. Zuvor hatte Breitkreuz die Ampelkarte gesehen, sodass es in Unterzahl für die Gäste auch hielt bis in die Nachspielzeit dagegen, ehe Kleindienst das 2:0 für die Schwab KSC feiert. Nach 0:2 einen 3:2 Sieg durch ein tolles Comeback in der zweiten Hälfte feierte Karlsruhe SC einen 3:2 Sieg gegen den SV Sandhausen. Der SV es ging dabei zunächst in Führung. Nach einem Ballverlust auf Höhe der Mittellinie schaltete Sandhausen blitzschnell um und spielte seinen Konter durch Behrens gegen etwas konfuse Karlsruher sauber zu Ende. Kurz zuvor hatte Wimmer für die Gäste die Chance zur eigenen Führung vergeben. Auch beim 2:0 durch Schmidt sah die KSC-Defensive nicht Partie gelaufen? Von wegen. Nach dem Wechsel zeigte sich Karlsruhe eiskalt. Hofmann und Scheu stellten binnen kurzer Zeit auf 2:2. Der Südkoreaner erzielte zudem noch einen zweiten Treffer und bescherte Karlsruhe einen Erfolg. Das Team von Christian Eichner blieb damit zum 8. Mal in Serie ohne. Bochum begegnet Braunschweig als letzte der 4 Mannschaften aus dem Quartett der ultimativen Aufstiegsaspiranten ist am Sonntag, 3:30 Uhr.
Mannschaft hat den absoluten Willen, Erfolg zu haben, so wie Kunsttrainer. Ich nehme auch gerne einen schmutzigen Sieg mit. Die Punkte brauchen aber auch die Löwen dringend für die Mission Klassenerhalt. Es klafft jetzt eine gewisse Lücke. Weiß BTSV-Trainer Daniel Mayer angesichts von 2 Niederlagen in Folge und 5 Punkten Rückstand zum Mittelfeldmann Groß, 5. Gelbe, wird gesperrt fehlen. Von Trends, Schritten und Positionen, Nürnberg empfängt S. Pauli. Der erste FC Nürnberg hat den freien Fall gestoppt. Nach 6 sieglosen Spielen, 0-1-5 und 4 Niederlagen in Serie meldete sich der Klub mit einem 2-1 in Darmstadt. Wir sind sehr erleichtert. Über das Zustandekommen kann man noch sprechen, wir haben aber sehr viel investiert und hatten das Glück auf unserer Seite, sagte FCN-Torwart Natinia. Das gibt viel Auftrieb, wir haben den Negativtrend gestoppt. Es bedeutet aber nicht, dass wir automatisch direkt in die Erfolgsspur zurückkehren, meinte Trainer Robert Klaus, der nun auf Verteidiger sorgt. Rote Karte, verzichten wird nun jetzt gegen den FC St. Pauli, der einen klaren Aufwärtstrend vorweisen kann. Feierten 2 Siege in Folge und ihren 4 aus den letzten 5 Partien. Wir haben einen richtigen Schritt gemacht, so FCSP-Trainer Timo Schulz. Natürlich haben wir unsere Ausgangsposition im Vergleich zu Weihnachten stark verbessert, pflichtet Sportchef Andreas Bornemann bei. Aber, befreit haben wir uns noch lange nicht. Keller-Duell am Börlenfalltor. Am Börlenfalltor treffen sich der SV Darmstadt 98 und der VfL Osnabrück, ein echtes Keller-Duell. Die Lilien kommen im Kalenderjahr 2021 noch nicht wirklich in Schwung, verloren 5 von 7 Ligaspielen. 1-1. Jeder Spieler muss mit sich selbst ins Gericht gehen, ob das sein Anspruch ist, nimmt SVD-Trainer Markus Anfang das Team in die Pflicht und fordert mehr Radau. Eine gewisse Lautstärke sollten wir schon auf dem Platz haben, dann wäre vieles leichter. In der Krise steckt auch Osnabrück, das 6-mal in Serie und 8 der letzten 9 Ligaspiele verlor. 1-0 Sieg in Folge. Nach fulminantem Saisonstart wurde der VfL in der Tabelle des auf Rang 15 durchgereicht und steht nur noch knapp über dem Strich. Unser Ziel war und ist, erstmals nach 4 vergeblichen Versuchen die Klasse auch im 2. Jahr zu halten. So Coach Mark, wir müssen dringend punkten. Wenn das weiter nicht gelingt, dann wird irgendwann zu Recht über etwas anderes zu sprechen. Der Punkt verzweifelte Würzburger, doch Referee Torben Siewer zeigt auf den Punkt für Getty Images. Würzburg verzweifelt, Kiel mit glücklichem Elfmeter vor mit dem 3. Ligasieg in Serie hat Holstein Kiel am Freitagabend im Zweitliga-Aufstiegsrennen. Doch das knappe 1-0 gegen Schlusslicht Würzburg war in der Entstehung mehr als glücklich. Mühling, wie Bartels diesmal nur eingewechselt, verwandelte einen mehr als fragwürdigen Foul-Elfmeter, nachdem Lee bei einer gewöhnlichen Faustabwehr von Kickers Keeper Bonmann im 5-Meter-Raum zu Boden gegangen Gäste, schon in der Vorwoche in Fürth, 1-4, vom Referee benachteiligt, hatten lange kompakt. Friese ließ das 2-0 für die Kieler liegen, 78. Die am kommenden Spieltag in Fürth antreten, ohne den Gelb gespielt, chancenreiches 0-0. Hannover verpasst nächsten Sieg. Hannover 96 hat dagegen beim 0-0 gegen Paderborn den 3. Dreier am Stück verpasst und damit auf die Chance, näher an den Relegationsrang heranzug. Der SCP scheiterte im ersten Auftritt seit dem unglücklichen DFB-Pokal aus in Dortmund vor der Pause mehrmals am starken Esser und einmal an den eigenen Nerven. Esrabani schaffte es, eine flache Hereingabe aus kürzester Distanz über Stadt ins leere Tor zu lenken. C. Erst nach dem Seitenwechsel dominierte 96, die beste Gelegenheit vergab Weidand. Ein Punkt kon alle Zweitliga-Wintertransfers 2020 ein.